Die Worte der Gesichter der Jagd scheinen im zunehmenden Applaus der Menge wiederzuhallen, bis die Geräusche schließlich miteinander verschmelzen und die Luft buchstäblich zum Vibrieren bringen. In diesem Moment wird dir bewusst, dass der Boden zu deinen Füßen tatsächlich vibriert. Die Mitglieder der Truppe des Bären legen beruhigend ihre Hände auf ihre tierischen Begleiter, während sie sich zu allen Seiten nach neuen Gefahren umsehen. Die gleichmäßige Vibration wird bald zu einem wilden Beben und die Auserwählten strecken ihre Hände zu beiden Seiten aus, um trotz des unsicheren Bodens weiterhin auf den Füßen zu bleiben. Die Mitte der Arena explodiert. Eine gigantische Säule aus wildem Wasser türmt sich vor dir auf und hebt die Mitte der Arena hoch in die Luft. Das Wasser regnet herab, fließt über die trockenen Steinboden und wirft auf das steigende Wasser den Ränder der Kampfgrube. Er trifft auf das steigende Wasser. Die anderen Wahrauserwählten brüllen und gestikulieren, ihre Worte übertönt vom Rauschen des Wassers. Sie sind zur selben Einsicht gekommen wie du, die Arena wird überflutet. Konstantin brüllt dir etwas zu, deutet nach oben in die Luft, schau, ein Seil. Du siehst von der Kante der Plattform ein paar dicke, schwere Seile herabhängen. Sie schwingen wie wild umher, bewegend von der gigantischen Säule wirbelnden Wassers, die das Zentrum der Arena in der Luft hält. Mit beider übernatürlichen Koordination lassen sich die stillen Fünf ins Wasser fallen und schwimmen Hand in Hand auf eins der Seile zu. Zum anderen Seil rennen. Du kämpfst gegen das Wasser an. Als es dir bis zur Schulter reicht, bist du gezwungen zu schwimmen. Die Truppe des Speers stößt sich auf das zweite Seil. Die Männer versuchen, die widerwilligen Tiere dazu zu bringen, sich dem riesigen Wasserstrudel zu nähern. Du drängst die Truppe des Bären nach oben, doch sie haben einen großen Vorsprung. Sie mit Magie verwirren. Der Zauberspruch bricht über deine Gegner herein wie eine Welle und verwirrte Gedanken. Sie taumeln und bleiben stehen. Du erreichst das Seil zuerst. Durch die wirbelnde Säule kannst du das andere Seil kaum ausmachen. Der erste der stillen Fünf ist schon halb das Seil hochgeklettert. Die Gruppe stärken. Der magische Segen legt sich über deine Muskeln, die sie mit neuer Energie anspannen. Das Seil hochklettert. Du kletterst nach oben. Deine Muskeln brennen, während sie gegen Ioras Schwerkraft kämpfen. Unter dir hörst du das Geschrei und Platschen. Die überflutete Arena tobt um die Truppe des Bären herum, dann taucht plötzlich eine riesige Made aus dem Wasser auf und stellt sich ihnen entgegen. Du konzentrierst dich wieder auf das Klettern. Es braucht Es braucht lange Minuten äußerste Anstrengung, doch schließlich erreichst du an dem Seil die Plattform über dir. Sie ist bemerkenswert stabil und der Applaus der Menge übertönt das Tosen des wirbelnden Wassers. Du schaust auf und siehst die stillen Fünf auf dich warten. Come now, step into the light. Xoti ist betäubt. Okay, das könnte böse werden. Ah,
Achso, Konstantin ist in der gegnerischen Gruppe gerade und Xoti ebenso. Ah. Welchen Spielstand können wir laden? Entweder den hier oben oder den unten. Dann laden wir mal den unten und versuchen mal mit der Gruppe des Bären da oben zu kämpfen. Wäre, glaube ich, einfacher. Als wir gegen die stillen 5 da oben zu kämpfen. Ja, ja. Das kennen wir alles. Ja, ja, ja. Was passiert, wenn ich zurückbleibe und warte? Du nimmst die Rufe der Menge, die dich für deine Tatenlosigkeit führt, kaum wahr. Die Truppe des Bären stürzt sich auf das zweite Seil. Ja. Während die anderen beiden Gruppen die Seile hochklettern, hört das Wasser auf zu steigen. Dann beginnt der Wasserspiegel sogar zu fallen. Du spürst, wie etwas an deinen Füßen vorbeistreicht. Das ist nicht die Art Massage, die ich bevorzuge, aber ich vermute, hier draußen darf man nicht zu wählerisch sein. Vorsichtig tritt Konstantin mit dem Fuß nach dem Ding im Wasser. Seine Stirn ist gerunzelt. Vor dir taucht eine riesige Made auf. Wasser stürzt in Bächen von ihren Schuppen. Die massigen Kiefer der Kreatur schließen und öffnen sich wie eiserne Tore. Aus ihrem Schlumpf kommt stinkende Luft. Um dich herum zappeln kleine Maden und auf der Oberfläche tanzen Funkeln. Du spürst, wie deine Muskeln zuckeln, als die Kreatur das Wasser unter Strom setzt. Die riesige Made kommt näher. Ah! Das heißt, ich darf gegen die Maden kämpfen. This is futile! Konstantin, schlag das Ding zur Brei. Xoti, Avatar-Zustand. Alof, bombardier es. Zudem mal heilen. Ein Herzschuss auf das Teil. Versucht das große Ding zu töten. Ja, sehr schön. Weiter zum Brei schlagen. Xoti. Strahlt's mal an. So, jetzt müssen wir doch die Dinger da töten. Einmal Alof. Oder auch nicht. Oh!
Tötet jetzt das letzte Teil hier bitte. Du belebst einfach mal ihn wieder. So. Ah, Seelenbinder. Du schnappst nach Luft. Der massive gepanzerte Körper der Mahdi liegt zerrissen und blutig zu deinen Füßen. Die Leiche der Bestie stieg nach Fäulnis und den Tiefen der See. Die Menge tobt. Er sieht nicht nur die Zuschauer. Über allem schwebt ein Jungdrache. Geschickt weicht er den Angriffen der Kämpfer auf der Plattform hoch oben aus. Ein Blitz zuckt über die Kehle des Jungdrachen. Wie ein Stein stürzt er hinab direkt auf dich zu. Aus dem Weg springen, eine magische Barriere errichten, ihn mit Magie in die Luft jagen. Alle auf Brüder der Schwörung und die Sets um euch herum ballt sich zusammen. Der Zauberspruch stirft den herabstürzenden Leichnam und lässt ihn zu einer Wolke aus kleinen Teilchen Seelenstoff zerspringen, die auf dich herabfallen wie ein Ascheregen. Die stehen fünf gleiten mit beinahe übernatürlicher Anmut die Seile hinab. Ihnen den Abstieg erlauben, ohne anzugreifen. Als die Gegner in dieser letzten Runde, die bereits recht mitgenommen aussehen, sich zu dir drehen, halt die Stimme der Gesichter der Jagd durch die Arena und bringt die Menge zum Schweigen. Eine Schande, Beuter schlachende Gesicht. Nur zwei bleiben übrig. Nur einer kann überleben, bemerkt das überlebende Gesicht. Der andere muss fallen. Es bleibt die Frage, wer welche Rolle einnimmt, bemerkt das suchende Gesicht. Ihre Stimme ist nicht mehr als ein kaum wahrnehmbares Flüstern. Möge der Stärke gewinnen, brüllt das schlachtende Gesicht. Ist es immer noch die volle Gruppe? Sind sie jetzt schwer verwundet? Es ist immer noch die volle Gruppe auf jeden Fall. Gut, ich habe mich doch rechtzeitig tarnen können. Weil diesmal kann ich es wirklich gut machen. Jetzt wollen die nicht mal richtig sterben, ne? Okay, nicht mehr alle auf schießen, das wäre eine blöde Idee. So, und tot. Alles aufnehmen. Kann ich sie diesmal ins Rad leiten? Nein. Also, wieder Galloway ins Zorn. Hm? Die Jagd ist zu Ende. Spendet diesen hier Applaus, dem Meister der Jagd. Hagrim, Hagrim. Aus der Menge erscheint dein Name, mal aufgeregt, mal überrascht und mal irgendwas dazwischen zu sein. Echo umgibt dich.
Kehre zum Becken der Erinnerung zurück, sobald du der Vergötterung müde geworden bist. Homaire wird sich um deine Krönung kümmern. Congratulations, Water. May you defend the title for as long as your strength deserves it. Ich gratuliere dir, Wächter. Mögest du diesen Titel so lange verteidigen, wie deine Stärke das verdient. Gut, ich hoffe, es kommen jetzt nicht noch zu viele Cutscenes. Sondern wir können jetzt einfach gleich speichern und dann ist gut. Gut, wir können speichern. Das machen wir jetzt auch gleich. Das ist dann nämlich jetzt das richtige LP076. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.